Einen wunderschönen guten Morgen. Zu Bergbau Simulator, meine Damen und Herren. Haben wir irgendwo hier die Audios? Musiklautstärke? Danke. So, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Es gibt dieses Spiel für, ja, ich sage es mal, Handy. Und ich würde mal sagen, wir gucken rein, was passiert. Herzlich willkommen zum Bärbau-Simulator. Ich bin Ihr persönlicher Assistent und bin damit der Beauftragte worden, Ihnen jetzt das Spiel zu erklären. Drücke linke Maustaste. Moment mal, wieso steht denn hier ein Remastered? Was ist das denn für ein Quatsch? Das Spiel kam doch erst vor wenigen Monaten raus. Ich werde über diesen Stuss auf jeden Fall nicht informiert. Ich brauche Sie also nicht nachzufragen, was ich jetzt geändert habe. Ja, ich habe gleich auch keine Ahnung. Okay. Aha, das Spiel läuft scheinbar nun auch auf PC. Wie ich sehe, deswegen hat man mir wohl nicht Bescheid gesagt. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich nie wieder einen Fuß auf diese Plattform setzen werde. Ja, ich würde mal sagen, das ist zu spät, ne? Pech. Wahrscheinlich kennen Sie sich da besser aus als ich. Ich habe keine Ahnung. Also, ich hätte jetzt doch noch eine Ahnung. Also, brauchen Sie mich vermutlich gar nicht. Ja, ne, nicht so. Ich würde sagen, machen Sie einfach mal. Und ich habe. Tschüss. Perfekt. Aber es bleibt unter uns. Ich lese von diesen Aktionen irgendwas in den Stream Reviews oder so. Sonst deinstalliere ich Ihre illegal. Bevor Sie aber ganz verzweifeln, weil Sie doch mal meine Hilfe benötigen sollten, Sie starten Sie bitte ein neues Spiel, dann bekomme ich wieder. Aber bitte versuchen Sie es echt erstmal selbst. Okay. Also ich probiere es erstmal selbst. Also wir haben 25 Millionen zur Verfügung. Wir haben Oktober 2011. Ach nee, da ist Eröffnung, okay. Schauen wir mal rein. Airport-Sender. Naja, ich sag mal so. Ich setze momentan ein bisschen mehr auf Qualität, das heißt über 3 Sterne. Nehmen wir den da. Direktes Heiraten auf der Baustelle. Habe Ewigkeiten nach einem Bauunternehmen gesucht, das neben den Bauarbeitern direkt einen Pfarrer mitschickt. Okay. Sie scheint das einzige in der Umgebung zu sein. Super. Man schlägt also direkt 2 Fliegen mit einer Klappe. 2 Sterne Abzug, weil die Ehe nach 3 Tagen wieder geschadet ist. Schön.
Gut, während er hier baut, hole ich mir mal ganz kurz mehr in mein Käffchen, ne? Ich bin gleich wieder.
Wir haben Stufe 2 des Baumenüs erreicht. Damit haben Sie folgende neue Bauoptionen freigeschalten: Hauptterminal, Start- und Landebahn, Parkhaus 1. Wurde auch mal gesagt. Jawohl. Gut. Dann würde ich mal sagen, um überhaupt jemanden landen lassen zu können, bauen wir eine Landebahn. Eine Million! Bin ich doch arm! Starten und Landebahn. Bahn bauen. Ja, komm. So, dann brauchen wir ja eigentlich noch Parkplatzmöglichkeiten. Du bist billig, nehme ich. Okay, schon habe ich kein Geld. Ach doch, ich habe 24. Na komm, was ist da? Also wenn jemand hier auf der kurzen Landebahn landen soll, ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn das mit so da. Landebahn. Überdachung der Landebahn ist nicht erlaubt. Was? Aufschiebe aufs Dach. Von Schalke Arena Clown, schön. Landebahn neben den. Was? Landebahn neben die Überdachung verlegen. Auch nicht. Okay. Noch eine Landebahn auf den Dach oder Landebahn erreichen. Im Dach, ne? Obwohl, es gibt's, glaube ich, irgendwo. Durch eine. Ja. Flugzeuge ist besser. Leute brauchen locker 10 Minuten, um ihr Gate zu finden, wenn wir uns die großen verbessern. Könnten sonst wo. Meine sehr tolles. Ja, let's go.
Entfernung anschauen. Wenn wir Frankfurt uns ansehen, dann stellen wir fest, dass jetzt. Okay. Ein Weite ist gut. Ja. Ich so nehme ich dann sie war auf drauf. Aber am besten was wenig Geld kostet. Ne? Nehmen wir das. Top Qualität, super Dauer bis Fertigstellung. Mega fix. Fazit. Okay. So, was ist jetzt? Die Baupläne sind auf Esspapier gezeichnet. Okay. Weil der Drucker aller war, hatte keine Baupläne. Ja, shit. Wie schaffen wir es, dass der Planbau. Esspapier in Massiv tunken, damit alles scharf wird. Pläne mit Buchstaben nur den abschreiben. Laminieren klingt. Sie haben Stufe 4 erreicht. Das Baumenü ist erreicht. Damit haben Sie folgende neue Bauoption freigeschalten. Sie Terminal Parkhaus 3, ein neuer Punkt. Kann Management-Menü investiert werden. Jawohl. Herrlich. Schon auf der Baustelle. Wo ist. Oh, Roch ist so wie bei meiner Oma damals direkt Kinder. Kindheitsflashback. Nichts. Alles wirklich. Komm, ja, nimm an. Also wenn ich so weiterbaue, bin ich glaube ich innerhalb von einer halben Stunde pleite. Was? Schieferbau geschlossen. Was ist Wasserwaage und Winkelmesser sagen zwar, es ist alles okay, aber sieht irgendwie krumm aus. VIP-Räume sind zu klein. Tiefe Schuhbreite. Auch kannst du direkt rausreißen und VIP. So. Also draus machen. Das klingt gut. Ey, ist geil aufgebaut. Man muss hier Entscheidungen treffen. Das finde ich geil. Schranken vor die Flügelstür. Was? Schranken? Moment. Flügeltüren knallen den Leuten auf die Nase. Schranken vor der Flügeltür setzen. Dafür sorgt, dass die Passagiere
abgestimmt werden müssen. Tür und Pranger. Der Gäste. Wanddurchbruch nehmen. Vom Wasser. Ich würde mal sagen, immer da. Okay, das war schon mal verkehrt. Ah ja, okay. Wir haben Stufe 5 des Baumenüs erreicht. Damit haben Sie folgende Baumöglichkeiten freigeschalten. Parkbereich 4, Bahnhof. Und Bahnhof den Baum auf alle Fälle. Das klingt gut. Wir haben Post. Unboxing! Leute, ich bin gleich pleite hier, ne? Bahnhof. Bahnhof schienen nicht parallel. Züge anschaffen, die immer kleiner werden, wenn sie sich entfernen. Ein Auge zukneifen und die Perspektive auszudrücken. Zugachsen aus Gummi ins. Weiter. Die Bevölkerung. Hallo, ich schreibe für Geld Spitzenbewertungen. Bei Interesse gerne melden. Habe mich nur 3 Sterne. Hallo, ich schreibe in Geld Spitzenbewertungen. Handteläufe stehen unter Strom. Im gesamten Gebäude den Strom abklemmen. Nee, Treppen, Autos. Was Ganzkörper-Latex-Anzüge bereitstellen. Gäste mit. Laufen. Autos gut einbeuten, da kennst du nicht. Nein, das klappt auch noch. Okay. Oh, was hat er denn jetzt für ein Problem? Da hat jemand den Stahlbeton mit irgendwas gestreckt. Jetzt biegen sich die Decken durch. Uiuiui. Können nicht schon wieder einen Witz über Potenzmitte machen. Yoga-Lehrer, engagieren den Parkhaus. Löffeln in den Decken verbauen und
Yellow an. Die unteren Etagen nur wo flach Sportwagen freigeben, genau. Damit zwar eine ganze Statik kaputt, aber okay, das war verkehrt, das war ein Scherz. Schützen beantragen, endlich. So sind. Stützen beantragen geht auch nicht, okay. Welche Atlasse Bürsten kaufen die ganzen Stützen? Also das jetzt funktioniert, wenn die richtigen Stützen man nicht einbauen könnte, ne? Weiß ich gar nicht. Okay. Wir haben den letzten Eröffnungstermin weder eingehalten noch freigeschalten, abgesagt. Dies ist ihr erste und zweite Verwarnung? Für was denn? Der nächste verbindliche Eröffnungstermin lautet: Dieses Mal halte ich mich dran. Halt locker hin, ne? Gut. Wir haben Stufe 6 erreicht. Damit haben sie folgende Parkbereich 5, Airport City Hotel. Ein neuer Punkt kann hinzu. Gut. So. Airport City Hotel, die Verarbeiter ist Maus ab. Was? Der Verarbeiter ist mit der Maus abgerutscht. Wir haben eine Maus-Zwischenwand entdeckt. Unser Verarbeiter fing sie, bevor sie darüber knabbert. Als er sie raustragen wollte, ist er aber abgerutscht und hat sich ein Bein gebrochen, ja gut. Kleine blauen Elefanten besorgen, Flughafen, Katze besorgen. Das klingt geil. Okay, war verkehrt. Schade. Wir brauchen das Bein des Militärs. Nee. Auch Arbeiter zum Arbeiter befördern. Haben wir Juni 2012? Der Gameway führt auf dem Parkplatz. Flieger vor dem Parkplatz auf. Flieger vom Parkplatz aus starten lassen. Auf dem Parkplatz.
Aber gerade wie. Da muss aber langsam reichen, ne? Nicht schon wieder Parkbereich. Ich tue jetzt den Parkbereich nicht noch weiter rausbauen. Jawohl. Der Flugen kann erst eröffnet werden, wenn alle Objekte in Status Betrieb bereit haben. Es fehlen 16 Gebäude. Was? Kann man denn die... Es fehlen 16 Gebäude? What? Leute, ich habe noch nicht einen einzigen Gast hier drinne gehabt. Ja, ich muss sparen jetzt hier. Wahnsinn. Der FDP-Chef kam vorher auf der Baustelle vorbei und hat uns wertvolle Profi-Tipps gegeben, aber irgendwie haben wir gar nichts funktioniert. Wie will ich denn jetzt 16 Gebäude noch? Gut. Der Asphalt ist mit irgendwelchen Zeug gestreckt worden. Jetzt wird es aber ab 15 Grad weich und Reifen sinken. Mit großen Sonnenschirmen die Hitze abhalten. Was ehrliche Nachrichten. Die Sturm ließ mehrere Teile an richtigen Stellen. Oh, fertig, okay. Sie haben Baustufe 8 erreicht, Leute. Und wieder neu bauen.
Ne, ich lasse es mal weg. Um die Baustelle vor gefährlichen Chemikalien zu schützen, haben wir in der aufgestellt und gesagt, keine Uhr, das aber harmonisch. Den ganzen Flughafen auf Alufolie überdecken. Wasser mit Botschaften aufladen und damit. Also ich sehe mich jetzt schon pleite, ne? Also. Wölfer haben das Gebäude umgeboostet, okay. Gebäude aus Stroh wieder aufbauen, Gebäude aus Holz wieder aufbauen, Gebäude aus Schweine. Wenn der jetzt wieder mit neuen Gebäuden bekommt, dann krieg ich einen Knall. Dann kann ich ihn wieder verschieben, den Öffnungstermin. Komm mal, wenn die mal so langsam den Flughafen öffnen. Nein. Gut. Wurden gebraucht, gestellt.
Kann ich in den Schaden muss. Ja, Botsender, da muss ich Spender werden. Abwasser gibt. Was? Die Wasserspender werden mit Abwasser. Weiß. Die Trinkwasserspender im Erdgeschoss wurden anstatt mit Frischwasserleitungen an. Die Abwasserleitungen. Okay, Coca-Cola-Logo aufkleben und hoffen, dass keiner was merkt. Langsam war Wasser auf. Wasser auf.
Gutachten, zuerst was gebaute Bauteile bereits renovierungsbedürftig. Ist das nichts Neues? Oh. Wie viel Geld möchten die Abwendung? Das wird doch in Apo ja nix. Ja, du wirst gut. Okay, meine Damen und Herren, wie es jetzt hier weitergeht, werden wir die nächsten paar Tagen sehen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen.